Hallo, in diesem Video geht es um die Wahlergebnisse aus Ostdeutschland, genauer gesagt den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, und ich werde euch genau erklären, was da rausgekommen ist und was das dann bedeutet. Hier haben wir das Ergebnis aus Thüringen, AfD 32,8%, Wahlsieger, dahinter die CDU mit 23,6% und BSW mit 15,8%. Die Linke erreicht ein Ergebnis von 13,1%, besonders interessant sind aber die Ergebnisse der Ampelparteien, die Grünen und die FDP sind nämlich rausgeflogen, weil sie die 5%-Hürde nicht geschafft haben und die SPD hat mit 6,1% ebenfalls ein sehr schlechtes Ergebnis. Alle drei Ampelparteien erreichen zusammen gerade einmal 10,4%. Anders gesagt, in Thüringen wird man wortwörtlich aus Berlin fremdregiert, während fast 90% der Bevölkerung die Ampelregierung ablehnen. Das führt uns zu Sachsen mit der CDU als Wahlsieger mit 31,9% und der AfD dicht dahinter mit 30,6%. Auch hier ist BSW auf Platz 3 mit 11,8%. Die Grünen haben es hier gerade so reingeschafft mit 5,1%. Die Linke ist raus mit 4,5% und die SPD schafft ein Ergebnis von 7,3%. Wenn ihr mich fragt, hätten die Grünen da auch gerne noch rausfliegen können, aber auf jeden Fall ist der Trend ganz klar, die Leute wollen Schwarz-Blau, aber Schwarz-Blau will nicht zusammen. Das finde ich sehr schade, denn Schwarz-Blau hätte ja, entsprechend dem, wie man es hier erkennen kann, deutliche Mehrheiten. Was das sonst noch für Koalitionsverhältnisse bedeutet, werde ich euch gleich noch demonstrieren. Für den Moment möchte ich aber erstmal Höcke gratulieren für seinen Sieg in Thüringen. Das hat er nämlich sehr gut gemacht, trotz des ganzen medialen Bashings. Diesen Wahlsieg kann man nämlich mit Recht als ein historisches Ereignis betrachten, weil es der erste große Wahlsieg der AfD bei einer großen Wahl ist und damit vielleicht sogar der Startschuss für einen politischen Wechsel in Deutschland, je nachdem, wie sich das jetzt alles noch weiterentwickelt. Und auf jeden Fall wird dieser Wahlsieg uns so einiges an Informationen bringen, wie sich die anderen Parteien jetzt in Bezug auf diesen Wahlsieg verhalten werden. Also ob die Altparteien weiter die AfD ignorieren werden beispielsweise oder ob jetzt endlich Schluss mit der Brandmauer ist. Und dass ausgerechnet Höcke, der ja so sehr diffamiert wurde wie kaum eine andere Person im politischen Spektrum Deutschlands, der ist, der uns dieses Wahlergebnis liefert, das ist schon fantastische Ironie, nicht wahr? Ihr seht das hier eindeutig, AfD und CDU hätten die Mehrheit, für AfD und BSW reicht es auch. Aber für CDU und BSW reicht es nicht. Die müssen sich dann noch jemand dazu nehmen. Und da fehlt aufgrund des schlechten Wahlergebnisses der SPD ein Sitz. Das heißt, die müssten sich die Linken dazu nehmen. Und wenn sie genau das täten, wäre das gleich in doppelter Hinsicht ein absolutes Armutszeugnis für Thüringen und Deutschland, weil sie einerseits eine Landesregierung bilden ohne den eigentlichen Wahlsieger, die AfD, und andererseits diese Parteien sich damit die Blöße geben, zu offenbaren, inwieweit sie auf ihre eigenen Inhalte eigentlich scheißen. Weil es so wenige inhaltliche Übereinstimmungen zwischen CDU und Links gibt. Deutlich größere inhaltliche Überschneidungen gäbe es zwischen der CDU und der AfD und Höcke hat auch ganz klar signalisiert, dass er bereit ist, mit der CDU Gespräche zu führen. Aber die CDU blockiert das und damit wird ganz klar kommuniziert, dass man sich nicht nur über den Wahlsieger hinwegsetzt, sondern auch über die eigenen Inhalte, die man zu dieser Wahl versprochen hat. Anders gesagt, Höcke gewinnt so oder so. Entweder bekommt er seine Regierung oder er demonstriert uns ganz klar, in was für einem miserablen Zustand unsere Demokratie ist. Weiter geht's mit den Koalitionsverhältnissen in Sachsen und auch hier ist der Wählerwille ja ganz klar schwarz-blau. Die Leute wollen konservative Politik, aber das wird's ja wahrscheinlich aus den eben genannten Gründen nicht geben. Vielleicht gibt's dann sowas, eine richtige Regenbogenkoalition, falls man BSW ausschließen will mit Links und Grün und SPD und CDU oder falls man mit BSW arbeitet, muss man sich trotzdem noch einen Juniorpartner dazu holen. Zum Beispiel Linke, Grüne oder SPD. Eine Mehrheit zwischen AfD und BSW gibt es nicht, zumindest nicht ohne einen Juniorpartner. Das sah aber eben in Thüringen noch etwas anders aus. Da könnte theoretisch die AfD mit Hilfe von Sarah Wagenknechts Partei regieren. Das würde bedeuten, dass die Wagenknecht-Partei dann den Worten auch mal Taten folgen ließe, die für einen tatsächlichen Politikwechsel in Deutschland stünden. Ich sage das im Konjunktiv, weil das natürlich nicht passieren wird. Es geht Wagenknecht nicht darum, die Altparteien abzulösen, es geht ihr darum, die Position der AfD zu schwächen.
was auch insoweit funktioniert hat. Und man braucht nicht mal besonders viel Fantasie, um zu verstehen, warum. Das ist nämlich gleich auf zwei Ebenen zutreffend. Man hat der AfD direkt geschadet über die Existenz von Bündnis Sahra Wagenknecht als Partei, weil man dadurch einige Wählerstimmen abwerben konnte, die sonst wahrscheinlich AfD gewählt hätten, zum Beispiel aus Protestwahl oder um sich gegen den aktuellen Migrationskurs auszusprechen. Andererseits aber auch indirekt, weil sich BSW strategisch sehr gut positioniert hat. So steht für Sahra Wagenknechts Partei jetzt eine Regierungsbeteiligung in gleich zwei Bundesländern über Koalitionen im Raum. Und das ja wohlgemerkt offensichtlich, obwohl das Wahlergebnis der AfD deutlich besser ist als das von Sahra Wagenknechts Partei. Und das ist gleich in doppelter Hinsicht ärgerlich für die AfD, denn darüber hinaus stärkt die Existenz von Wagenknechts Partei mit entsprechenden Prozenten als möglicher Koalitionspartner für die CDU die Existenz der Brandmauer zwischen CDU und AfD, weil die CDU eine andere Möglichkeit hat, auf die sie zu einer Regierungsbildung zurückgreifen kann. Anders gesagt, es führt ein Weg um die AfD drumherum. Und solange das der Fall ist, wird man das seitens des Mainstreams ausnutzen. Und was bedeutet das dann in Bezug auf den Wählerwillen? Ja, wohl eindeutig, dass der durch BSW untergraben wird. Denn es gibt eindeutig bei beiden Wahlergebnissen eine schwarz-blaue Mehrheit. Es gibt eine Mehrheit für rechtskonservative Politik. Die Menschen sind bereit, so einen Politikwechsel unter Beteiligung der AfD einzuleiten, weil die Mehrheitsverhältnisse das ganz klar kommunizieren. Sogar mit einem Wahlsieger seitens der AfD in Thüringen. Aber stattdessen werden sie linke Politik bekommen, da Sahra Wagenknecht entweder mit oder ohne Juniorpartner zusammen mit der CDU eine Mehrheit stellen kann und das die CDU weiter nach links zieht. Man bekommt also am Ende trotz einer theoretisch deutlich vorhandenen Mehrheit für eine Politik rechts der Mitte eine Politik links der Mitte über BSW. Genau deswegen sprechen viele Leute auch von BSW als eine Falle, weil man damit einen politischen Wechsel suggeriert, während man den bisherigen Kurs indirekt abstützt. Jedem Menschen, der also mit seiner Stimme meint, BSW für einen Politikwechsel zu unterstützen, dem muss das bewusst sein, dass er sich damit effektiv selbst verarscht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich kein Fan davon bin, BSW zu wählen und warum ich darin keine reale Alternative sehe. Andererseits ist das natürlich aus der Perspektive von Sahra Wagenknechts Partei alles hochintelligent, wie sie das machen. Sie bekommen den politischen Kurs, den sie mit der Linkspartei nicht bekommen, nämlich einen linken politischen Kurs, und sie bekommen, anders als mit der Linkspartei, deutlich leichter eine Regierungsbeteiligung und das auf Anhieb. Während die Linkspartei eigentlich so im Abstürzen war, dass die um ihre Existenz bangen musste. Man hat sich also vom Abgewähltsein auf eine Pole Position für die Regierungsbildung katapultiert. Besser geht das aus deren Perspektive gar nicht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Obwohl die Mehrheit rechts wählt, können sie dann sogar noch in Thüringen ihre alten Freunde von der Linkspartei mit in Regierungsverantwortung holen, zusammen mit der CDU. Obwohl die Linkspartei eindeutig abgewählt ist. So funktioniert Demokratie in Deutschland. Und da sind wir jetzt bei den wichtigen Lektionen, die man aus dieser wirklich historischen Wahl mitnehmen kann. Dass Demokratie in Deutschland erstens so funktioniert und zweitens, wofür eure Wählerstimmen im Zweifelsfall stehen. Wählt ihr CDU, dann steht eure Wählerstimme für linke Politik, denn das ist, was ihr am Ende über die Koalitionspartner bekommt. Wählt ihr BSW, dann steht eure Stimme am Ende für die Altparteien, denn so eine Altpartei bekommt ihr am Ende in der Regierungsverantwortung. Und die einzige Stimme, die wirklich für einen Politikwechsel steht, ist die für die AfD, denn nur die AfD ist die eine Partei, mit der verdächtigerweise die anderen nicht koalieren wollen, weil sich mit der AfD dann tatsächlich etwas ändern würde. Und wisst ihr auch warum? Weil eine dann vielleicht unausweichliche Koalition mit der AfD am Ende eine Regierung rechts der Mitte hervorbringt, im Gegensatz zu einer Regierungskoalition links der Mitte, wie bisher Jahr für Jahr. Aber die Boomer gehen schön fleißig weiter CDU wählen, weil die CDU die Probleme, die sie zusammen mit der SPD hervorgerufen hat, dann bestimmt demnächst beheben wird, wenn sie mit noch linkeren Parteien koalieren, wie BSW oder sogar der Linkspartei,
Oder gleich beiden, wie es jetzt in Thüringen im Raum steht. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Vielleicht bekommen wir ja auch das Ende der Brandmauer und eine Koalition unter Beteiligung der AfD. Möglich wär's. Nur so oder mit der absoluten Mehrheit für die AfD kann es jedenfalls noch eine politische Lösung für die Zustände im Land geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.